Hallo und herzlich willkommen zu Starbound. Ich bin mal wieder auf meinem Heimatplaneten und ich habe mich auch mal wieder umgezogen. Im Moment trage ich die ganze offizielle Protektorats, ja, Uniform, die wir ganz zu Anfang besorgt haben, die wir als allererstes aus unserem Spind geholt haben, als wir mit dem Spiel begonnen haben quasi und zu unserer Abschlussfeier gehen sollten. Also hochoffiziell unsere Uniform vom Protektorat. Die dachte ich, ziehe ich auch mal an für eine Folge. Und ja, warum ich jetzt hier bin, natürlich, um nach den Pflanzen zu schauen, die ich beim letzten Mal hier gesät habe. Und zwar am Ende meines Feldes müsste eine Ananas stehen, tatsächlich. Ja, die ist auch schon fertig. Hervorragend. Dann nehmen wir die. Nein, wir nehmen sie nicht mit, weil mein Inventar voll ist. Mist. Dann schnell was essen. So, jetzt habe ich sie auf jeden Fall dabei. Nein, das ist wieder nur. Ach, das ist jetzt nur die Saat. Ich brauche die Ananas. Moment, dann anders, dann. Ich kann den Samen ja jetzt behalten, tatsächlich. Ich kann mir ja jetzt immer mehr eigene Ananas machen. Das ist ja das Schöne daran. So, und ich habe direkt was Neues gelernt. Pineapple Juice und Pineapple Pizza Slice. Oh, wie cool! Ich kann Ananassaft und Ananaspizza machen. Wie cool ist das denn? Aber wahrscheinlich nicht hier am Lagerfeuer, nehme ich mal an. Ich schätze mal, dafür werde ich eine richtige Küche brauchen. So, und ich bin natürlich gespannt, ob unsere Koralle denn auch schon gewachsen ist. Ja, am Lagerfeuer kann ich damit noch nichts anfangen. Da brauche ich erst eine richtige Küche. So, aber die Koralle, bin ich jetzt sehr gespannt, ob die denn auch schon fertig ist. Achso, und ich habe neue Waffen, wo ich jetzt auch gerade hier unterwegs bin und Gegner kommen. Zum einen, auch mal kurz zeigen. Wo ist es denn? Wo sind meine Waffen? Hier, der. Ich muss erst auf den Gegner losgehen. Okay, dann zeige ich euch erst die Waffe. Auch eine Schusswaffe, die macht weniger Schaden als die, die ich vorher hatte, aber dafür. Kann sie das? Und als zweite Feuereinheit quasi ist sie auch nochmal, als zweite Fähigkeit ist sie auch nochmal ein Granatenwerfer. Also sie vereint quasi. Hey, warum bist du in meinem Haus? Geh weg! Ich will jetzt nicht die Granate hier in mein eigenes Haus werfen, weil ich nicht weiß, ob die nicht doch was kaputt macht. Na, lass mich in Ruhe. Ach komm, dann nehmen wir mal hier das Messerchen noch. Das kann ich auch zeigen. So. Das sind also die Waffen, die ich im Moment dabei habe. Jetzt zeige ich sie nochmal richtig. Das Tekleki Nebula Knife. Also ein Dolch. Ein Dagger, ein Dolch. Und ja. Wie ihr seht, ist jetzt eigentlich nichts Besonderes. Ich will halt auch alles mal irgendwie ausprobieren, was ich so finde. Und deshalb habe ich den heute dabei, um zu schauen, wie der so ist. Und dann hier das. Oder die Maneticon Dawn Rifle. Eine Assault Rifle. Wie gesagt, vom Schaden her ist sie eigentlich, ich glaube, geringer. Die macht einen geringeren Schaden als die Waffe, die ich vorher hatte. Aber dafür schießt sie wesentlich schneller. Und ja, hat halt als zweite Spezialfähigkeit quasi auch nochmal einen Granatwerfer eingebaut. Von daher denke ich mal, dass ich mit der Waffe bestimmt was anfangen kann. Und alleine schon das hier gefällt mir enorm gut. Das mag ich. So, wir schauen. Hey, das sieht gut aus. Das sieht aus, als sei unsere Koralle tatsächlich ausgewachsen. Ja, ist sie. Wie cool. So, ach, und es bleibt sogar stehen. Da wachsen also jetzt immer neue und ich habe immer noch ein volles Inventar. Verdammt. Ich hätte eben nicht meine eigenen Felder ernten dürfen. So, was haben wir jetzt? Soggy Sack und Seafood Gratin. Cool. Geil. Haben wir auch direkt noch neue Rezepte gelernt. Ja, wunderbar. Dann können wir nämlich jetzt zurück zu dem Floranadorf und die Aufgabe abgeben. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie an die Fische drankomme, denn ich soll ja eigentlich. Okay. Ich habe den armen Nemo gekillt und ja, keinen Fisch dafür bekommen. Mir fehlt nämlich ein bisschen roher Fisch, den ich bräuchte, um das Sushi zu kochen. Ich habe ja noch Kochquests bekommen, quasi, Kochaufgaben. Zumindest eine fällt mir gerade ein, die nämlich mit dem Sushi. Haha. Ich mag die Waffe. Die Waffe ist cool. Ich glaube, die ist besser insgesamt so dann letztlich als die, die ich vorher hatte. Ja, ich soll irgendwie Sushi kochen. Alles andere dafür habe ich. Also Reis und hier Seetang, der da drum rumgewickelt wird. Keine Ahnung. Das Zeug habe ich alles. Nori-Blätter oder wie sich das schimpft. Keine Ahnung. Hier heißt es anders. Kelp oder so. Habe ich auf jeden Fall alles schon in der Kiste. Das Einzige, was mir fehlt, ist die frische Zutat der Fisch. Der rohe Fisch. Und ja, ich habe keine Angel oder ähnliches. Ich habe einmal durch Zufall rohen Fisch bekommen.
weil ich, glaube ich, auch mit dem Granatwerfer in irgendeinen Teich geschossen habe oder sowas. Also auch eher auf unkonventionelle Art gefangenen Fisch. Aber immerhin. Und ja, da muss ich mal schauen, wie ich an Fisch rankomme, damit ich demnächst das Sushi kochen kann. Gut, aber wir haben auf jeden Fall... hier wollte ich gar nicht hin. Ist das die Koralle? Oh ja. Tatsächlich. Oh, die zerfällt auch nach einer Weile. Dann sollten wir uns beeilen. War das hier das? Ja, ich glaube schon. So, die... Genau, dann returnen wir mal zu der Guten und bringen ihr das Zeug. Und dann, wie angekündigt, werde ich mich nach links aus dem Dorf begeben, also nach Westen. Und dann schauen wir uns was Neues an, hoffentlich. Zuvor schauen wir natürlich auf dem Schiff vorbei. So, dann haben wir die Katze lieb. Nicht die Katze erschießen, sondern die Katze lieb haben. Achso, und dann kann ich euch noch zeigen, hier hinten in der Kiste habe ich jetzt hier die Codex-Dinge, die ich so finde. In der letzten Folge war ich ja nochmal in den Abwässerkanälen und habe dann dort nochmal den Codex gefunden, A Nice Day Out, von diesem Hiraki Korale. Und ich hatte es nicht direkt gelesen, wollte das dann jetzt zu Beginn der Folge eigentlich machen und habe dann aber festgestellt, das ist wieder der gleiche Text, den wir schon mal hatten. Den haben wir jetzt insgesamt dreimal schon gefunden, also den müssen wir nicht nochmal lesen. Nichts Neues dahinter. So, wir gehen zur Florana-Siedlung und bringen der Guten ihre Koralle und ihre Ananas. Und dann sehen wir weiter. Und dann ziehen wir gen Westen. So, wo ist die Gute? Irgendwo im nächsten Turm scheinbar. Sieht jedenfalls so aus. Ah, Tür im Weg. Na! Lady, da hinten kommt noch eine mit Quest. Komm, die nehme ich noch schnell. Nein, ich wollte mit der Frau reden. Black Knights. Wo sind die? Ach, hier wieder, der Abwasserkanal. Ja, ich nehme die Quest an, aber ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Jedenfalls nicht im On erstmal. Da ist auch noch eine. Was willst du? Adi, deliver this note to them. Ist die hier oder irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich soll ihr auf jeden Fall eine Nachricht bringen. Ach, Mist. Ach, die ist auch hier oben. Jetzt hat sich die neue Quest direkt ausgewählt. Moment, kann ich die Nachricht... Da scheint sie schon zu stehen. Kann ich die Nachricht lesen? Ich bin ja nicht neugierig oder so. Top Secret. Cash writes stories about raspberries. Okay. Also irgendjemand schreibt Geschichten über irgendwelche Beeren. Interessant. Gut, dann bringen wir ihr die Nachricht mal. Take this reply. Okay. Die Antwort darauf ist, your secret is safe with me. Let's catch up sometime. Okay, das ist im Prinzip die gleiche Story, die wir schon mal hatten. Die eine erzählt der anderen ein Geheimnis und die andere sagt, hey, ich bewahre dein Geheimnis, lass uns etwas Zeit miteinander verbringen. Wie das halt üblicherweise so läuft. So. Das war die Sache mit den Korallen, glaube ich. Perfekt. Ach so, und jetzt will sie natürlich auch irgendwas gekocht haben. Brine Apple. Okay, das sind genau die beiden Zutaten, die ich ihr gebracht habe. Daraus soll ich, ja, irgendwas anderes kochen. Ich kann mir gar nicht so genau vorstellen, was das sein soll, aber wahrscheinlich werde ich dafür auch eine Kochstation brauchen. Gut, werden wir irgendwann dran vorbeikommen, machen wir dann. Kultisten im Abwasserkanal, die nehme ich auch mal mit, aber ansonsten... Nein. Nein. Du sollst mich nicht verfolgen. Verdammt. Ich wusste nicht, dass sie mitkommen will. Ja, hat sie Pech gehabt. Ich gehe in die andere Richtung. So, you didn't peek. Nein, ich habe mir das Geheimnis nicht durchgelesen. Mm-mm. Ich lese nie die Notizen, die man mir mitgibt. Auf keinen Fall. Ist noch nie vorgekommen. So, auf jeden Fall werden die beiden jetzt Freunde sein. Das ist doch schön. Das gefällt mir. 12 Knochen möchte sie haben. Okay. Alles klar. Ja, werde ich bestimmt irgendwo unterwegs finden. So, ich gehe, ungeachtet der Lady, die mich jetzt verfolgt und eigentlich nach Osten will, gehe ich jetzt nach Westen. Was möchtest du? Noch mehr Black Knights? Auch wieder in den Abwasserkanälen. Ach, die gehen auch noch mit? Was ist los mit euch? Naja, die sterben alle unterwegs irgendwann und dann hat sich das sowieso erledigt. So, wir gehen weiter, als wir bisher jemals nach Westen gekommen sind. Und das dürfte eigentlich hier schon der Fall sein. Denn ich glaube, weiter als hier bin ich bisher noch nicht gewesen. So. Und wir sollten dann eigentlich auch an einer anderen Aufgabe noch vorbeikommen. Hey, Tungsten! Oh, hey, die beiden sind vielleicht gar nicht so verkehrt. Die sind vielleicht zu gebrauchen. Ja, macht ihr das mal. Wunderbar. Haha, finde ich gut. Andere, die Arbeit für mich machen. So. Ich nehme mir hier das...
das Erz mit, natürlich. Und dann öffnen wir noch... Ups, Entschuldigung. Na, lass mich mal wieder da hoch. Ich möchte hier noch die Dinger öffnen unterwegs. Alles klar. Gut, und dann gehen wir weiter. Wir suchen... Nee, das suchen wir nicht. Ich gucke nochmal nach der anderen Aufgabe. Hier war das, glaube ich. Kannibalen Camp in the Little Cave. Genau. Das ist genau in diese Richtung, in die wir jetzt gehen. Perfekt. Das suchen wir uns. Und im Moment habe ich zumindest noch zwei Leute dabei, die mir dabei helfen. Das ist ja perfekt. Auch wenn das gar nicht deren Absicht war. Und wenn sie eigentlich in eine andere Richtung wollten. Aber hey, Pech gehabt. Dann lauft mir nicht hinterher. Ich bin es nicht gewohnt, Quests sofort zu erledigen, wenn ich sie bekomme. Ganz und gar nicht. Oh, hey, eine Waffenkiste. Ah, da drüben ist schon die Aufgabe. Und hier haben wir, cool, ein Upgrade-Module. Und mal wieder eine neue Waffe. Manetican Dawnstopper. Das ist doch... Ich habe doch hier auch Manetican irgendwas. Okay. 10,5 per Schuss. Das ist cool. Aber dafür wieder eine Feuerrate von 1. Die hatte der Granatwerfer, glaube ich, auch, den ich vorher hatte. Ah, das war ein bisschen langsam. Naja, wir nehmen das mal mit. Und die Kiste an sich nehme ich auch direkt mit. Ich mag Kisten und man kann nie genug Kisten haben. So, dann graben wir uns hier hoch. Obwohl ich fürchte, dass wir genau bei den blöden... dass wir genau bei den blöden Bäumen rauskommen. Nee, dann gehen wir hier rüber. Da komme ich aber schlecht hoch. Ich hätte direkt oben rumgehen sollen, glaube ich. So, gibt es hier oben einen Weg? Den nehmen wir. Besser ist das. Und dann darüber quasi. Dann graben wir uns hier nochmal einen Ausgang. Das geht nämlich schneller. Würde ich mal vermuten. So, und dann haben wir nämlich schon da hinten die Kannibalen in der Höhle. Und hier haben wir nochmal Erz. Ah, die haben uns schon gesehen. Okay. Nicht auf die Geißel schießen! Wow, der blockt ja alles. Ist ja krass. Was ist los mit dem? Ja, aber von hinten blockt er nicht. Wenn die von vorne schießen und ich von hinten, das ist eigentlich eine coole Taktik, sich die Leute da mitzunehmen. Boah, alleine hätte ich die ja nie geschafft. Ich schaffe die ja so nicht mal. Wir schaffen die ja so nicht mal. Alle zusammen hier. Das einzig Gute ist jetzt, wir sind noch nicht weit weggegangen von der Siedlung. Das heißt, falls wir das jetzt irgendwie schaffen und die arme Gefangene zurück in die Siedlung möchte, dann ist das nicht sehr weit. Dann könnte das zum allerersten Mal funktionieren. Ja, wirklich? Du willst zurückgebracht werden? Wir schauen mal. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt zum ersten Mal in unserer Karriere hier funktioniert, dass wir jemanden zurückbringen. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir natürlich wieder neue Gegner im Weg. Verschwinde! Mach mir das nicht kaputt! Komm, schnell! Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen! Lauf, 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 lauf! Ah, die hat auch noch eine Aufgabe für uns. Nika! Ach, schon wieder eine Nachricht zum Überbringen. Das war gar nicht meine Absicht. Ich wollte erst die Lady hier zurückbringen. Achso, was sagt denn die Nachricht? Einmal lesen. Safra hier. Does anyone else smells nails? Riecht irgendjemand, Schnecken? Merkwürdig, aber okay. Ich stelle keine Fragen. So, dann haben wir wieder eine Antwort bekommen. That's a bit weird. Indeed. But I admire your honesty. Ich bewundere deine Aufrichtigkeit. Na dann. Achso, die Nachricht wieder zurückbringen. Die Antwort. Wo ist die Lady? Da hinten. Yay! Alles klar. Und sie will 6 Knochen haben. Warum wollen die alle Knochen haben? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Ich möchte eigentlich die Lady jetzt zurückbringen. Wo war das? Hier. So, wo ist er? Da hinten. Dann bringen wir sie mal zurück. Das wäre das erste Mal, dass das funktioniert, dass ich jemanden heil zurückbringe. Das ist der Wahnsinn. Unglaublich. Ach genau, das war ja der mit der Maske, dem wir ganz zu Anfang geholfen haben. Der stand immer hier hinten noch, jenseits der Hütte. Hinter der ersten Hütte des Dorfes quasi. Die da will auch noch was. Die kennen wir doch schon. Wie hieß die noch gleich? Ninak, genau. 12 Knochen. Alle wollen sie Knochen haben. Was ist hier los? Aber ist in Ordnung. Können wir machen. Kein Problem. Irgendwann werden wir die Knochen... Wo ist der Kerl denn?
Ach, nicht die Knochen wieder auswählen jetzt. Hier, ihn brauche ich. Nee, den da. So, bin ich jetzt an dem vorbeigelaufen? Der stand immer hier. Der stand immer hier hinten. Da ist er. Na, jetzt sprich halt mit mir. Nee. Ach komm, veräppel mich doch nicht. Hey, das ist eine Kochstation. So, jetzt. Ja, ich habe sie gefunden und ich habe sie zurückgebracht. Unglaublich genug. Ich glaube es selber noch nicht. Und wir haben einen Überraschungsbeutel bekommen. Den packe ich mir doch direkt mal da oben in die Leiste. Und dann öffnen wir den auch gleich. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. So. 1, 2, 3. Überraschung. Yeah, eine Tech Card. Cool. Mag ich, finde ich gut. So, was hatte ich jetzt noch? Achso, Kochstation. Ich wollte ja einmal gucken. Kann ich hier irgendwie mehr... Obwohl, nee, da kann ich, glaube ich, das sind genau dieselben Sachen, die ich beim Lagerfeuer kochen kann. Das ist also quasi gleichbedeutend. Das ist ein Lagerfeuer in anderer Optik. Da kann ich aber keine komplexeren Rezepte machen. Also keine Dinge herstellen, die mit komplexeren Rezepten verbunden sind. So, wir gehen wieder zurück, glaube ich, weil, keine Ahnung, wir Knochen suchen zum Beispiel. Genau, in die Abwasserkanäle möchte ich nicht mehr. Wir gehen einfach weiter und suchen Knochen, wie es aussieht, jede Menge Knochen. Vielleicht richten sich die Aufgaben, die die Leute uns geben, auch ein bisschen danach, wo wir uns rumtreiben. Weil jetzt sind wir ja da hinten in der Höhle. Vielleicht findet man da Knochen. Und jetzt wollen sie alle Knochen haben. Vorher waren wir in den Abwasserkanälen, da wollten sie alle irgendwelche Leute gerettet haben, die sich dort rumgetrieben haben. Schade. Dann so. Ha, ich mag die Waffe total. Die ist super. Die behalte ich wahrscheinlich. Na, komm ruhig. Wenn du dich traust. So, hier gibt es allerdings keine Knochen. Aber hier haben wir nochmal Tungsten oder Tungsten. Tungsten, glaube ich, wird es ausgesprochen. Wolfram, auf jeden Fall. So. Gut, dann laufen wir mal weiter. Ich suche ja immer noch eigentlich hauptsächlich, genau, hier Objekte zum Scannen und Hinweise auf das Artefakt. Das ist unser ursprüngliches Ziel gewesen, mit dem wir hergekommen sind. Ups, habe ich ihn jetzt verletzt? Tja, schade, er ist auch weg. Tja, keine Begleiter mehr. War nett, aber auch nervtötend. Wie immer. Begleiter sind eigentlich immer nervtötend irgendwann. So, wir steigen hoch hinaus und finden Baumwolle. Schön. Die nehmen wir mit. Nein, habe ich keinen Platz mehr? Dann esse ich noch schnell eine Kleinigkeit. Aber nicht die Ananas. So. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich noch eine weitere Siedlung finde oder irgendwas. Das wäre natürlich cool, denn ich brauche weitere Hinweise. Oder ob ich tatsächlich zum nächsten Planeten gehen muss, um ein ganz anderes Dorf auf einem anderen Planeten zu finden. Das wäre natürlich auch möglich. Bleib stehen. Und stirb. Na, blödes Ding. So, ich wollte das hier noch abbauen. Ja, das weiß ich nicht. Ich bin ja noch dabei, quasi eine erste Runde um diesen Planeten hier zu drehen. Das habe ich ja noch gar nicht beendet. Ich warte im Prinzip darauf, dass ich wieder an den Abwasserkanälen vorbeikomme. Dann diesmal aus der anderen Richtung, eben von hier aus. Und dann wüsste ich ja, dass ich einmal um den Planeten drumherum bin und nichts weiter zu finden habe hier. Außer natürlich, ich grabe mich nach innen. Also ich habe jetzt bisher ja maximal einen Teil der Oberfläche abgesucht, aber ich war noch nicht wirklich in irgendwelchen Höhlen drin oder, keine Ahnung, Schächten und anderen Dingen, die man vielleicht so findet. Bis auf natürlich die Abwasserkanäle. Die kenne ich in- und auswendig mittlerweile. Aber alles andere ist quasi komplett unerforscht. Was steht denn da für eine Flasche? Achso, keine Ahnung. Die kann ich so nicht verwenden, ich kann sie nur kaputt machen. Zack, kaputt. Und zwar ordentlich. So, das da auch, kaputt. Ein Seil. Und das hier würde ich gerne wieder mitnehmen. So, da vorne steht Reis. Auch den können wir eigentlich mitnehmen. Aber ich habe wieder keinen Platz.
Okay, essen wir mal eine ganze Menge hier, bis wir keinen Hunger mehr haben. Da passt noch eine Kleinigkeit rein. Ein bisschen Popcorn geht immer. So. Sehr gut. Ach, da ist das nächste. Zack, meins mitnehmen. So, Lagerfeuer bleibt mal stehen. Hier haben wir wieder einen Friedhof. Und hier wieder eine kleine Ruine. Ah, was seid ihr denn? Weiße Krokodile? Na, da komme ich nicht hoch. Aber die sind ganz schön auf Zack hier. Die kommen ja gut hinterher. Na, so funktioniert's nicht. Na, obwohl, getroffen habe ich. Die sind auf jeden Fall auch neu. Also solche Viecher habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Der da ist nicht neu. Den kennen wir. Von Anfang an. Oh, hier sind so viele Dinge zum Ernten. Da unten ist wieder eine Kartoffel und Mais. Ja, ist gut. Jetzt stirb. Treffe ich den gar nicht? Was ist hier los? Ach, kommt schon. Jungs. Mach doch keinen Blödsinn jetzt. So. Geht doch. So, wir nehmen die Kartoffel mit und den Mais. Nein, wir nehmen doch nichts davon mit, weil wir keinen Platz im Inventar haben. Und ich habe auch keinen Hunger. Dann bleibt es liegen. Dann muss es leider liegen bleiben. Wir ziehen weiter. Ich bin echt gespannt, wie lange das hier noch dauert, einmal rumzukommen. Ja, und dann halt hier, wie gesagt, Höhlen und so habe ich ja noch überhaupt nicht angeschaut. Der Planet ist echt groß, finde ich. Finde ich so. Ich bin ja neuerdings Berliner. Finde ich, wa? Nee, also im Vergleich zu unserem allerersten, unserem Startplaneten, wo mein Haus steht, ist der hier echt groß. Weil da bin ich relativ schnell einmal rum gewesen. Oder zumindest schneller als hier. Und hier bin ich ja jetzt schon seit Ewigkeiten auf dem Weg quasi. Auch wenn ich immer wieder umdrehe und zurückgehe zu den Abwasserkanälen. Aber ich bin trotzdem schon eine ganze Weile unterwegs. Habe ich das Gefühl zumindest. Oh, wie hartnäckig sind die denn? Okay, die Waffe ist an für sich cool, sie könnte aber ein bisschen mehr Schaden machen. Das dürfte meinetwegen auch ein bisschen schneller gehen hier gerne. Ja, jetzt kommt noch einer mit. Kommt schon, Jungs. So. Und weiter geht die wilde Fahrt. Alles bleibt stehen. Ich habe keinen Platz. Hier leuchten wir mal kurz rein. Okay. Ist noch kein so großer Höhlenraum. Hey, noch ein ökiger, bunter Vogel. Und da oben ist noch einer. Die kenne ich auch noch nicht. Witzig. Was es hier alles für Viecher gibt. Und ich nehme ja mal an, dass die sich von Planet zu Planet auch stark unterscheiden werden. Und dass es wahrscheinlich viele Planeten gibt, die ganz anders aussehen als dieser hier. Mit nochmal ganz eigenen Kreaturen. Also insgesamt muss es hier unheimlich viele Kreaturen und Arten geben. Finde ich schon echt cool. So, das nehmen wir mal mit. Ich weiß gar nicht, wie es im Moment aussieht mit meiner Grundversorgung, was Medizin angeht. Und die Möglichkeit, Medizin herzustellen. Okay, komme ich da hoch? Was ist denn das hier so grün? Das sieht ja merkwürdig aus auch. Du greifst mich auch an, oder? Warum greift mich hier eigentlich alles an? Warum ist hier alles so unhöflich? Ja, spring halt raus. Ist mir doch egal. So, ich nehme mal Medizin eben, Salbe. So, was ist denn das hier für komischer Boden? Ist das was Besonderes? Nee, ist einfach nur Dreck, aber der sieht halt sehr grünlich aus. Okay, ja. Wenn es so sein soll. Okay, und hier haben wir sehr viel Blattwerk. Ich mache mal hier das kaputt. Und dann hängen wir hier mal eine Fackel hin, obwohl ich nicht weiß, ob das so clever ist, hier in die Blätter eine Fackel reinzuhängen. Gleich steht hier alles in Flammen. Nicht mein Problem.
Der Planet heißt mich nicht willkommen, dann fackel ich ihn halt ab. So, ich fürchte, hinter diesen Steinen könnte sich ein großer Hohlraum verbergen, durch den ich dann wieder irgendwie in eine bodenlose Tiefe stürze. Was natürlich ein bisschen uncool ist. Vielleicht grabe ich mich besser hier nach unten. Das geht zum einen schneller und zum anderen ist der Sturz dann nicht ganz so tief. So, jetzt komme ich hier an den Schacht ran. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas sehen. Okay, ich glaube, hier ist schon Ende. Wunderbar. Gut, das hilft mir allerdings noch nicht weiter. Jetzt bin ich maximal halb durch den Berg durch. Also graben wir uns weiter. Hier kommen wir an einen Ausgang. So viel dazu, dass ich die Oberfläche untersuche. Das war jetzt doch ganz schön viel... Ah! Oh Gott! Ganz schön viel unterirdisches Gegrabe. Ah, nein! Geht weg! Nein! Idioten! Fiese, fiese Menschen! Wieder irgendwelche... Was seid ihr? Ninjas? Irgendwelche Banditen-Typen, die mich grundlos angreifen. Die aber jetzt zum Glück einfach nur stehen bleiben, während ich sie beschieße. Das natürlich, ja, nehme ich einfach mal als Geschenk. Da kommen die hier einfach aus dem Dschungel. Ja, ist hier auch wieder ein völlig neues Biom quasi. Völlig neuer Hintergrund. Sehr dschungelartig. Sehr coole Bäume eigentlich. So. Na also, sind hier Bananen? Sind das Bananen, wirklich? Nee, Pflanzen kriege ich da einfach nur raus. Ich dachte, das seien Bananen. Sah ein bisschen so aus. Schade. So, was hattet ihr denn in eurer Kiste? Yeah, Salbe. Super. Nachdem ich euch begegnet bin, brauche ich die natürlich auch. So, ich nehme eure Kiste einfach mit. Oh, da drüben sind noch mehr Kisten, sehe ich gerade. Hier haben wir nochmal Zucker. Und hier ist noch eine neue Pflanze. Was ist das? Ist das Paprika? Das sieht aus wie Paprika. Nein, ich kann es nicht aufheben, oder? Habe ich es aufgehoben? Was war es? Was ist es? Nee, hier ist nichts Neues. Erst wieder was essen, glaube ich. Oder... Ah, jetzt habe ich was. Aves Mingo. Okay. Frag mich nicht, was das ist. Obwohl ich das Gefühl habe... Oh nein, ich habe es jetzt kaputt gemacht. Mist. Ich habe das Gefühl, es schon mal gehört zu haben. Es sieht aus wie eine Paprika. Mit einem Paprika. Naja, egal. Ich nehme es einfach mal mit. So, und hier, hey, cool. Ein Manipulator-Module. Noch ein paar Pixel. Und Tungsten. Sehr schön. Nehme ich. Und hier ist noch weiteres. Hey, ein Ananas. Mist, da komme ich jetzt wieder nicht hinterher mit meinem Inventar. Natürlich. Ja, cool, aber das gefällt mir hier. Das ist schön irgendwie. Die Bäume gefallen mir, die Pflanzen gefallen mir. Kann ich was essen, bitte? Noch was. Ich müsste noch was essen, um auch den... Nee, den Rest mitzunehmen. Was ist das hier Lustiges? Weiß ich auch nicht. Hier ist noch eine komische Pflanze. Hey, da... Wer bist du? Händler? Welcoming! Come and view my wares. Ja, tatsächlich. Okay. Ein Händler, der mich willkommen heißt. Das ist doch mal nett. So wünscht man sich das. So, darf ich noch schnell was essen? Nee, immer noch nicht. Gut, dann gehen wir mal kurz zum Händler. Aber vielleicht möchte der uns ja was abkaufen. So, komm mal her. Achso, der... Okay. Kitchen-Tools? Achso, Dekoration einfach nur. Aber eine Küche an sich kann ich hier nicht kaufen, ne? Kann ich was verkaufen? Möchtest du hier sowas vielleicht? Tatsächlich, ich kann was verkaufen. Perfekt. Hier, nimm. Nimm ein paar Dinge. Ist mir egal, was du mir dafür gibst. Hauptsache, ich werde sie los und habe sie aber nicht verschwendet. So, dann nehmen wir das hier mit. Ach, Coffee Beans. Kaffee. Okay. Kann ich das mitnehmen? Ja, her damit.
Sehr schön. So, und so einen Baum möchte ich auch mal kurz fällen hier. Und dann würde ich aber sagen, wäre es das schon wieder fast gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Flagge dabei habe. Das wäre natürlich jetzt äußerst praktisch eigentlich. Ich fürchte aber, soweit habe ich nicht mitgedacht, mir wieder eine neue zu machen. Natürlich nicht. Das ist äußerst unpraktisch. Lass mal schauen, was brauche ich dafür? Habe ich denn ein Spinnrad to go? Ich glaube, ein solches habe ich sogar. Ja, perfekt. So, kann ich das hier gerade mal irgendwo... Stell das mal gerade irgendwo hin. Ach, Mann. Das erst wieder hier oben reinpacken. So, tu mir mal das Spinnrad. Dann machen wir uns schnell davon 20 Stück. Sehr gut, das kriegen wir auch so noch hin. Oder macht der mehrere? Ne, der macht immer nur eins, also 20. Dann können wir uns schnell noch eine Flagge herstellen. Und den Punkt markieren, an dem wir gerade sind beim Umrunden des Planeten. Das heißt nämlich dann, dass ich hier unterwegs nochmal wegreisen kann und trotzdem wieder direkt hier hinkomme. So, ja, die hätte ich gern. Und dann rammen wir sie auch so gleich in den Boden. Vielleicht da oben, wo die Händlerin steht sogar. So. Dies ist mein Land. Wie nennen wir das? Keine Ahnung, Wegpunkt einfach. Wegpunkt, an dem wir am Sein am Tun sind. So, hier sind wir dran. Da muss ich die nur beim nächsten Mal wieder mitnehmen. Alles klar, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage mal Tschüss, macht's gut und bis dann.